Bahnwelt in Magazinform heißt eine neue Folge von Eisenbahnromantik, zu der ich Sie, liebe Zuschauer, sehr herzlich begrüße. Wir berichten über interessante Themen aus der Welt der Eisenbahn. Beginnen wollen wir ganz aktuell mit drei Filmberichten, die wir zu einem Blog zusammengestellt haben. Wir berichten darin über eine neue Bahn, ein neues Stellwerk und über eine neue Chance für ein altes Dampfross. Die Stadtbahn kommt. Und eine ganze Region fährt mit. Zwei Tage lang kostenloses Probefahren. Zehntausende ließen sich das nicht entgehen. Heilbronn zeigt sich von einer ganz neuen Seite. An diesen Blick aufs Rathaus muss man sich erst noch gewöhnen. Lassen Sie mal, wie es aussieht hier. Also, ich bin total begeistert. Ganz toll. Ja. Ich finde es eine tolle Sache, dass man mit der Stadtbahn eigentlich von Heilbronn nach Karlsruhe bis Baden-Baden fahren kann für ein Familienticket. Der erste Zug bog am Samstag von den Bahngleisen in Richtung Innenstadt. Ein Moment fürs Familienalbum. Unter dem gläsernen Bahnhofsvordach viel Gedränge vor der entscheidenden Zeremonie. Fünf stolze Offizielle machen die Bahn frei. War das was? Nein. Ab Heilbronn Hauptbahnhof geht's jetzt quer durch die Innenstadt. Zunächst 1,2 Kilometer weit. Das kostete rund 80 Millionen Mark. Bis Baden-Baden gelangt man in der Gegenrichtung, ohne Umsteigen. Mit 105 Kilometern ist die Stadtbahn die längste Deutschlands. Hauptbetreiber die Albtal-Verkehrsgesellschaft Karlsruhe. Die Deutsche Bahn außen vor. Umso attraktiver scheint das Angebot. Ich glaube schon, dass uns das zugute kommt. Es kommt dem Bürger zugute. Es kommt auch uns als diejenigen, die bezahlen müssen, zugute. Innovation ist das eine und zum Teil eben wirklich auch geringere Kosten ist das andere. Und es kommt vielleicht noch eines dazu, was man an einem Tag wie diesem auch sehen kann. Ein solches Verkehrsunternehmen, ein Verkehrsangebot, mit dem identifizieren sich die Bürger auch stärker. Das ist sozusagen unsere Bahn, in Anführungszeichen. Schon einmal war sie der Bürger ganzer Stolz, die Heilbronner Straßenbahn. Vor mehr als 100 Jahren ging sie in Betrieb. Heilbronn war die dritte Stadt mit Bahn im heutigen Baden-Württemberg. Vor 47 Jahren kam das aus. Die Straßenbahn war nicht mehr gefragt. Krach und Staub, das war der Preis für die neue Stadtbahn. Über Jahre glich Heilbronn einer einzigen Baustelle, zum Verdruss mancher lärmgeplagter Einwohner. Nicht nur an Haltestellen und Gleisen wurde gearbeitet, die Stadtbahn bewirkte auch private Bauvorhaben wie diesen Hotelkomplex. Die Bahn soll die Stadt nicht nur vom Autoverkehr entlasten, sondern auch für Stadtbild Akzente setzen. Wo nimmt der Besucher eine Stadt wahr? Er nimmt es eben bei den Eingangsbereichen, wenn er von der Autobahn kommt, oder er nimmt es wahr, wenn er nun am Bahnhof ankommt. Und damit wollten wir eben Heilbronn als moderne Großstadt präsentieren. Und es setzt sich fort über die Kaiserstraße als Einkaufsboulevard. Es setzt sich fort an den breiten Fußgängerzonen. Und dieses alles bewirkt, dass die Leute eben gerne nach Heilbronn kommen. Mit der sogenannten Gestaltungsoffensive Innenstadt verschönerte man die Fußgängerzone. Auch dafür gab die Stadtbahn den Anstoß. Gastronomie und Geschäfte sollen profitieren. Damit nicht genug. In zwei Jahren soll die Stadtbahn schon bis Öhringen fahren. Für einen reibungslosen Betrieb braucht sie nur noch eins: möglichst voll besetzte Züge. Karlsruher Stadtbahn ist angekommen in Heilbronn. Sommer 2001. Einen langen Weg hat die Bahn zurückgelegt, rund 80 Kilometer, um zu den Honoratioren mit ihren Scheren zu kommen. Ein Volksfest, bei dem sogar ein Verkehrsminister im Gewühl untergehen kann.
Dass hier in der Heilbronner Innenstadt wieder eine Stadtbahn fährt, ist das Ergebnis einer ungewöhnlichen Unternehmensgeschichte. Seit etwa 20 Jahren werden immer wieder Strecken von den Karlsruhern eröffnet, die von anderen eher stillgelegt worden wären. Das Betriebskonzept ist einfach und genial zugleich. Die Bahn fährt als Straßenbahn jeweils in der Stadtmitte los und benutzt außerorts die Strecken der großen Eisenbahn, um in der nächsten Stadt wieder einzufädeln und die Fahrgäste nah an ihr Ziel zu bringen. Schnell und ohne Umsteigen sollen die Menschen von A nach B kommen. Und lange warten sollen sie auf ihre Bahn auch nicht. Kundenfreundlichkeit heißt das Zauberwort, mit dem Tausende auf die Schiene gelockt worden sind. Dieter Ludwig ist der Vater dieses Erfolgsmodells. Seiner Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass der Karlsruher Verkehrsverbund längst über ein lokales Netz hinausgewachsen ist. Kundennähe, die überzeugt. Ein solches Verkehrsunternehmen und Verkehrsangebot, mit dem identifizieren sich die Bürger auch stärker. Das ist sozusagen unsere Bahn, in Anführungszeichen. Nicht nur, weil die jetzt mitten durch die Stadt geht, sondern weil sie sozusagen nicht von einer fernen Zentrale aus gemanagt wird, sondern es ist etwas, wo die kommunale Seite unmittelbar mitwirkt auf die Geschäftspolitik. Wir betreiben heute ein 400 Kilometer weites gemeinsames Netz zwischen Straßenbahnen und Eisenbahnen, was wir in den nächsten Jahren jetzt um weitere 150 Kilometer aufbauen werden. Wir fahren aus der Stadt Karlsruhe hinaus auf die Strecke, in diesem Fall nach Heilbronn, durch Heilbronn, durch als Straßenbahn und weiter nach Öhringen. Und dies bringt uns enorme Erfolge. Auf den Strecken, die wir übernommen haben, haben wir bis zum Achtfachen der Fahrgäste, die wir zuvor hatten. Wenn Sie den Fahrplan von damals zur Hand nehmen, sonntags ist gar nichts mehr gefahren. Ein Zug, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Samstagmittags war Schluss. Ein katastrophaler Fahrplan. Und da sieht man, dass offensichtlich, ob man das gut oder schlecht findet, will ich da hinstehen lassen, die nicht eigenen Bundesbahn, Eisenbahn, dass die ein viel größeres Kreativpotenzial haben, dass sie einfach fantasievoll an die Geschichte herangehen und dass plötzlich auf einer Strecke, die bei der Bundesbahn im Stilllegungskatalog stand, nun plötzlich neu aufblüht und ich bin sicher auch von den Menschen in großem Umfang, starkem Umfang angenommen wird. Und ab hier, diesem Signal, gehen wir jetzt wieder über von der Eisenbahn in die Straßenbahn. Und jetzt werden aus den Fahrkreisenden wieder Fahrgäste. Und ich bin wieder Straßenbahnfahrer. Heilbronn ist erreicht. Ziel der längsten Stadtbahnstrecke Europas. Von Forbach im Schwarzwald bis nach Heilbronn sind es 126 Kilometer. Die Bahn hält vor dem Hauptbahnhof, ist also schon Teil des städtischen Verkehrs. Und noch wichtiger, der S4 fährt nun weiter in die Einkaufsstraßen der Großstadt. Schon früher fuhr hier die Straßenbahn, lange ist's her. In den 50er Jahren wurde sie einfach stillgelegt. Dienten die kleinen Trambahnwagen damals nur dem innerstädtischen Verkehr, so hat sich die Bahn nun den modernen Anforderungen angepasst. Denn die potenzielle Kundschaft wohnt jetzt weiter draußen, vor der Stadt.